Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einer neuen Fahrstunde. Yes! Diese Fahrstunde fahren wir mit Helena auf die Autobahn. Rechts vor links. Immer aufpassen. Yes! Ja, wir fahren auf die Autobahn. Helena, bist du noch nie selber über die Autobahn gefahren, hoffe ich. Ich nehme euch mit, die ganze Fahrstunde mit Helena. Zieht's euch rein, Intro und dann geht's los. Woo! Gärten sind hier tipptopp 1A Zustand. Rückwärts fahren, die Waschstelle, guck, und fahrt hier irgendwie rum. Jetzt kommen alle hier raus. Ja. Morgen. Wie geht's? Bist du fit? Ja, ganz gut. Cool. Ich bin ehrlich gesagt, es ist mir noch ein bisschen früh. Ja. Ich habe heute Morgen so gedacht, so. Oh. Aber ich war auch schon in der Werkstatt und so. Also. Ach so. Danke dir. Ja, ja. Irgendwie ist so ein Tag, weißt du, so manchmal steht man auf und denkt so, 5 Minuten. Ja, wurden dann doch noch 10. Oh, ich fällt gerade auf. Ich habe mein Schild nicht auf dem Dach. Das war schon ein Schild. Mhm. Aber ich komme hier nicht raus. Willst du das aufs Dach machen? Was soll ich denn da machen? Pass auf. Das ist so ein. So. Ja. Und das ist magnetisch und das stellst du einfach aufs Dach, wo du Bock hast. Vorne, hinten, rechts und links. Okay. Andersrum. So mit der, ja genau, ja, und dann stellst du es einfach drauf und dann macht es so klack und dann ist fest, genau, that's it, ja, gut. Sieht gut aus. Okay, cool, dann stell dir alles ein. Korrekt. Ich nehme die Fahrstunde dann wieder auf, ne, dass du so, ja, dann wenn die Fahrschüler, die noch nie auf der Autobahn waren, dass die sich ein bisschen Paranoia davor verlieren. Hast du eigentlich Angst? Nö, Angst nicht. Das ist gut, Respekt. Ja. Ja, das ist gut. Also normalerweise, ich bin ja auch hier, also kann eigentlich nicht naja, passieren. Richtig. Das sagen ja auch eigentlich alles Autobahn, was das Leichteste wäre. Ja, also eigentlich nee. Ja, aber eigentlich ist auch ein tückisches Wort. Also fährst ja nur geradeaus. Ich sag mal, wenn du Angst und Panik hast, auch jetzt nicht. Aber es gibt manche, die fahren dann auf die Autobahn oder sind 2 Jahre nicht auf die Autobahn gefahren, ja, fahren dann drauf und denken so, oh nein, wie war das nochmal? Ich habe naja Angst, ne? Aber normalerweise, selbst wenn du drauf fährst und du bleibst dann halt den ganzen Tag hinter so einem LKW mit 80, brauchst du halt kein Überholmanöver und dann wird es dir auch nach ja 5 Minuten langweilig. Also wirst du sehen, es ist auf jeden Fall leichter, als durch die Stadt zu fahren und diese ganzen rechts vor links und abklingenden ja Vorfahrtsstraßendinger. Ja, ja, das cool ist ja nicht. Nee, das hast du da nicht, ne. Genau. Schmeiß Maschine an, bremse los. Yes. So ein bisschen in die Hecke checken. Schmeiß ruhig einen Blinker an. Ich weiß, dass deine Nehmer runter ja machen. Fahrstuhl-Style sieht einfach professioneller aus, wenn wir hier so mit dem Blinker ankommen. Genau, genau, genau. Ja. Zu links und kommt auch noch einer. Richtig krass. Ja. Ja. Der Prüfer beobachtet dich ja, ne? Du hast den ja gesehen. Ja. Das ist grenzwertig, weil der weiß nicht, guck mal jetzt zum Beispiel, leg den Fuß nochmal über die Bremse und die Kupplung, bleib so. Und der Prüfer weiß ja nicht, ob du es gecheckt hast, dass er Vorfahrt hat. Ja. Oder ob du gedacht hast, egal was passiert, schnell weg, dann trifft er mich nicht. Der hat aber auch keine Lust zu überlegen. Der wertet einfach okay dein Verhalten dann als falsch. Okay. Ja, ich dachte mir eigentlich so, ja, ist der klar noch. Aber, ja, genau. Aber so wie du fährst, genau so fahre ich auch. Ja. Also ich fahre, ich sehe den, gib Gas, weil ich weiß, passt noch. Ja. Macht später jeder, wäre gelogen, wenn einer sagt, nee, meine ich nicht. Aber am Ende fahren wir links, ne? Oh, ja. Boah, voll mit Handzeichen und so, professionell. Und das ist jetzt so semi-professionell. Das auch nicht stehen. Stoppschild überfahren. Oh. In der Prüfung ist das ungefähr so, als würdest du in Mathe nur das richtige Ergebnis hinschreiben. Und er fragt dann, Helena, wie bist du darauf gekommen? Er sagt, ja, ist doch klar. Da brauchst du ja nicht gar nicht rechnen. Guck mal kurz nach rechts. Genau. Und das zählt für ihn dann halt nicht. Du musst schauen, dass du es in der Prüfung so hinbekommst, dass der auch den Weg dahin sieht. Okay. Und der Weg dahin ist halt dieses bremsbereite Verhalten bei rechts vor links, weil sonst schießt er dich ab. Ja. Ein Kumpel von Thailand hat er gestern erzählt, dabei bei rechts vor links abgeschossen. Da ist der Prüfer 2-mal mit ihm die gleiche Straße gefahren, ja, weil er beim ersten Mal, also kam auch keiner. Ja. Also der hat da reingeguckt, hat aber Gas gegeben und ist weitergefahren. So, ja, ja, und wenn du, dann sagt der Prüfer, das verstehe ich jetzt aber nicht, wie war das? Und wenn der dann das zweite Mal nochmal daher fährt und du gibst wieder Gas, dann bist du raus. Jodi. Jodi ist vorbildliche Mama. Supported the kids. Ja, und das ist dann mega ärgerlich, weil am Ende des Tages hast du ja das Argument dem Prüfer gegenüber, ja, da kam ja keiner. Ja, ja. Das interessiert ist nicht so den hilfreich. Null, ne? Ja, genau. Guck mal, dieses. Bum, bum.
fährst du schon? Ja. Genau, weil ich glaube, du hast auf den geguckt. Kann das sein? Nee, oder auf irgendwo? Die Ampel. Ah, okay. Das kannst du vermeiden, wenn du nur kurz guckst. Ja. Guck eine Sekunde irgendwo und dann kannst du dich wieder so einpendeln. Oh, denk an die Show, denk an die Show. Oh. Habe ich dir den Kommentar vorgelesen? Ja. Ja. Da hat jetzt noch einer drunter geschrieben. Echt? Mhm. Das ist also eine Bahnübergangsdiskussion, glaube ich. Oh. Hat dem denn zugestimmt oder auch wieder so jetzt eine richtige Diskussion? Nee, das war eher so eine Frage. Also der Typ hat dann da drunter geschrieben, ich verstehe das mit dem Flugmodus. Ich verstehe das mit dem Badeübergang, aber also es geht darum, ich könnte das jetzt sehen, vielleicht wenn das einer sieht, nicht dass er denkt, wenn man an der Schüssel war, wir über Bahnübergänge reden. Also es geht darum, man muss ja an Bahnübergänge langsam ranfahren und bremsbereit und dann fährt man da ran und bremst ein bisschen und guckt rechts und links und kommt sich ziemlich Banane dabei vor, weil ja kein Zug kommt. Ja. Und später macht es halt auch irgendwie kaum noch jemand, also wenn ein Bahnübergang ist. Jetzt hat einer in den YouTube-Kommentaren geschrieben, ein Bahnübergang kann wie alles mal gestört sein. Da kann es halt zu Störungen kommen und dann kommt einfach ein Zug und ein Auto fährt da lang und dann ist es weg. Jetzt hat der andere da geschrieben. Aber die Regelung ist doch, dass man bei Bahnübergängen erst schauen muss, wenn man auf den Gleisen ist, oder? Ich glaube, dann ist auch schon zu spät. Ja, aber gerade sagen, dann ist doch vorbei. Ja, aber er begründet das mit damit. Es gibt oft Bahnübergänge oder Zugstrecken, wo man wegen den Häusern oder Bäumen gar nicht sehen kann. Also kann ich doch erst bremsen, wenn ich an den Schienen bin. Das ist halt so ein Argument, das kann ich verstehen. Also ich finde, wenn du halt so langsam fährst, dass du da was sehen kannst, dann musst du fast an jedem Bahnübergang mit Schrittgeschwindigkeit fahren. Das ist, glaube ich, so der Knackpunkt. Steht auch ganz gut da, ne? Ja. In deiner Prüfung ist sowas immer richtig ätzend. Es kann immer mal passieren, dass da Situationen kommen, die du nie in der Fahrschule gehabt hast. Fährst du einfach ganz normal durch die Stadt, kennst alles hier und auf einmal steht hier mitten auf der Straße ein Möbeltransporter. Ja. Erstmal bleib ruhig und behalt die Nerven. Also kein Prüfer ist da sauer, wenn du... Erstmal stehen bleiben und nachdenkst. Bleiben auch auf der Spur, wir fahren dann hier gleich rechts. Kein Prüfer ist da sauer, wenn du erstmal eine Sekunde nachdenkst. Die Autos hinter dir, die werden nicht begeistert sein, weil die meisten ballern dann trotzdem einfach vorbei und lass dich dann nicht irritieren. Bleib dann erstmal stehen, guck dir den Transporter an, was die da machen. Entweder du siehst, okay, die packen ein und hauen ab, oder du siehst überhaupt niemanden, dann mach halt so langsam, wie du kannst. Aber sicher dann immer wieder in dieser Handspiegel, Außenspiegel, Schulterblick, Blinkernummer ab, wenn da alles safe ist. Magst du einen Kaugummi? Ja. Danke. Gerne. Papier nehme ich dazu. Ja. Jetzt lass dich einfach tragen vom zweiten Gang. Also push nicht, weil du auch nicht siehst, was hinter der Kurve ist. Ne? Dann schön locker. Ja. Was will er von dir? Was steht da? Kraftstoffreserve. Ach. Ach. 90 Kilometer kommen wir noch. Was schaffen wir? Ja. Fahre ich gleich mit Thailand an. Hier siehst du wieder zwei Fahrstreifen. Mhm. Der rechte geht geradeaus. Ja. Das ist wirklich zu 90% so, dass der rechte, ist wichtig, dass du nicht schaltest, die Ampel. Das ist zu 90% so, dass der rechte Streifen immer geradeaus geht. Wenn du in der Prüfung merkst, du bist aus Versehen auf dem linken, wenn du es wirklich merkst, versuch dran zu denken, dass du dich absicherst, Spiegel, Blinker und dann wieder rechts rüber. Okay. Weil wenn du auf dem linken bleibst, muss man sich irgendwann da wieder einordnen. Oder abbiegen. Genau, also das ist dann das Problem. Wenn du das verpennst, dann siehst du ja selbst, stehst du hier auf einmal links auf der Spur und musst da irgendwo schwimmen fahren. Das ist halt in der Prüfung komisch, wenn du dann hier auf dem Lippe-Parkplatz stehst. Aber push nicht, der ist nicht so. Gucken brauchst du nicht. Kannst ein bisschen bremsen einfach. Aber der ist halt nicht so schnell wie du, merkst du ja, ne? Das ist jetzt so. Weil er auch so groß ist. Siehst du schon die nächsten Autos, was sie machen? Ja. Und dann kannst du danach handeln. So weit nach vorne schaust und siehst, die stehen da, da kannst du auch schon Gas wegnehmen. Aber ein bisschen näher kannst du ruhig noch. Also so, dass du. Ich meine, da steht zwar 4 Meter Rangierabstand halten, aber ich glaube nicht, dass der jetzt hier anfängt, seine Ladung auszupacken. Das wäre spannend. Spannend! Oh, ich gucke mal, ob auf der Autobahn alles frei ist. Nicht, dass wir da drauf fahren und dann... Das war so ein Riesenstau. Ja, das erzählen viele Fahrschüler immer so. Was eigentlich, wenn ich in der Prüfung in Stau komme? Aber das ist so gut. Ja, eigentlich ist das gut. Das wird nur wahrscheinlich nicht passieren, weil man fast immer, bevor man auf die Autobahn fährt, fährt man über so eine Autobahnbrücke oder so einen Zubringer. Ja. Dann sehen die Prüfer normalerweise schon, dass da Stau ist oder nicht. Okay, kann ja sein, dass vor mir der mega Riesenunfall passiert. Das heißt, ich habe einmal in der Prüfung bin ich mit einem Mädchen gefahren und sie fährt so wie du, so Prüfung, Autobahn, ne? Und es war so eine dreispurige Autobahn. Vor uns war ein Golf und der wollte überholen, ist links rüber gefahren, hat keinen Schulterblick gemacht. Und hat den daneben, so hinten am Heck berührt. Ja, pass auf. Und dann hat das Auto sich gedreht
aber der den so, also der eine ist so gefahren, der andere ist so gefahren und der hat den dann hinten so erwischt, ne? Und dann hat er sich gedreht, so links neben uns so im Auto so und hat natürlich auch große Augen gemacht. Und die Fahrschülerin, die gefahren ist, war völlig unbeeindruckt davon, weil sie hatte ja Prüfung, sie musste sich konzentrieren. Und ist so weitergefahren. Nein. Ja, ohne mit der Wimper zu zucken. Und hat einfach auf den Warnblinklichtknopf gedrückt. Hat gesagt, ist das jetzt ein Unfall? Ja, das war crazy, ey. Der Prüfer hat auch richtig geguckt. Aber also, wir sind dann langsam rechts runtergefahren, dem Typen ist nichts passiert. Das war alles cool. Aber das war genau halt so neben uns in der Prüfung. Weil wir sind dann ganz normal auch dann die Prüfung zu Ende gefahren und weitergefahren. Die war da völlig unbeeindruckt von. Die hat das so gesehen, das, weil sich das Auto so gedreht hat, war das so, so crazy. Du bist hier so einfach weitergefahren, drückt so den Knopf. Ja, also das ist mir in 10 Jahren einmal passiert. Aber so richtig im Stau gestanden, war auch noch nie in der Prüfung. Da fahren wir rechts Richtung Dortmund. Korrekt. Tipp nur ein bisschen die Bremse an. Kupplung brauchst du gar nicht. Aber selbst wenn du hier ein bisschen um die Ecke schleichst, ist besser, weil die Kurve ist ziemlich kantig. Ja. Gas geben, kannst du ja machen. Genau. Oh, was ist jetzt im Stau hier? Dortmund, A2, alles frei. Und die Strecke hier bis zur Autobahn ist ja relativ langweilig. Ne? Ja. Es geht einfach 50 und geradeaus. Mach das in der Prüfung so, dass du auf den Tacho guckst, nach hinten guckst und wieder nach vorne. Okay. 5, 6, 7 Sekunden, dann guckst du wieder auf den Tacho, nach hinten und wieder nach vorne. Dass du da so einen Rhythmus drin hast, weil sonst fällt man hier ganz schnell in so eine Langeweile-Situation, dass man einfach so, ja, was soll ich jetzt machen? Ist halt 50. Ja, ich glaube, wir haben 60. Und ja, und du, ja, genau, du kommst schnell auf 60 und du entwickelst so einen starren Blick. Und ja, gerade auf so Teilen wie dieser Strecke hier, rede ich dann ja meistens mit dem Prüfer, wie geht's, was macht der Urlaub, wie geht's der Katze. Der Prüfer beobachtet dich zwischendurch. Und wenn der merkt, auf diesem langen Stück, du guckst hier gut immer in die Innenspiegel, dann beobachtet er dich nicht eine halbe Stunde lang, weil da hat er keinen Bock drauf. Der merkt dann ja, okay, du hast eine gute Beobachtung und dann ist er auch zufrieden. So kannst du dann halt, ich sag mal, Pluspunkte sammeln, weil wenn die Strecke so geradeaus geht die ganze Zeit und du immer wieder da hoch, hinten, oben, wieder vorne, da ist das cool. Ist er auch zufrieden? Genau. Bremst ruhig fester. Genau. Check mal hinter dir. Er schafft das locker, ne? Ja, ja. Wenn du siehst, dass der LKW hinter dir das nicht schafft, weil der so nah drauf fährt, kannst du langsam ein bisschen weiterfahren und dann halt später bremsen. Von mir aus bremst dann auch, dass du so halb auf der Kreuzung stehst, ja, bevor der uns im Kofferraum sitzt. Ja. Vielleicht habe ich auch zu lange geschlafen. Heute mal lange bis 8 geschlafen. 8 Uhr ist gut. Ich schaffe nie vor, ich glaube, 11:30, 12 schaffe ich nie ins Bett zu gehen. Nein. Check mal hinter dir. Genau. Und drück ruhig ein bisschen, weil hier hast du jetzt schon 70. Ach so. Genau. Bei 70 welcher Gang? Wenn der Prüfer dir das Leben leicht machen will, ne, dann sagt der jetzt schon, Elena, wir wollen an der zweiten Ampel links. Warum sagt er das jetzt? Damit ich mich jetzt schon mal links habe. Genau, damit du jetzt schon mal machen? Probieren mal. Guck mal links, was da überhaupt abgeht, ob das überhaupt geht. Guck lieber in den linken Außenspiegel, weil dann siehst du, dass er da kommt. Und der hat gar keinen Bock zu warten. Siehst du das? Ja. Er zieht einfach durch. Fahr normal weiter. Guck mal, du verlierst jetzt gerade Gas. Bleib erstmal am Gas, weil hier ist ja 70. Genau. So, jetzt hat er jetzt davon, jetzt steht er da drauf rum. Lass den Blinker an. Echt? Ja, deine Mission ist ja, du willst ja links rüber. Wie sollen das die anderen denn erfahren, weißt du? Bleib am Gas, ganz normal. Jetzt fährst du und beobachtest. Und beobachte den LKW. Nee, nicht ausweichen. Beobachte den einfach. So. Jetzt wartet der. Genau, kann ein bisschen Gas zurücknehmen. Jetzt langsam darüber. Genau. Und lass den Blinker an. Wir sind hier schon auf der richtigen Spur. Alles ist gut. Wenn du den Blinker ausgemacht hättest, ne? Ja. Hätte niemand gewusst, was du überhaupt willst. Vielleicht will der ja auch hier rein, keine Ahnung. Aber wenn der nicht blinkt, kann ihm auch keiner Platz machen. Ja, stimmt. Das heißt also, generell beim Spurwechsel und auch gleich auf der Autobahn ist das so, wenn du die Spur wechseln willst, dann musst du den anderen erstmal überhaupt die Gelegenheit geben, das zu checken. Ja. Also es ist nicht wie in der Stadt, Blinker und abbiegen. Also machen wir mal eine schöne große Kurve und dann bleiben wir erstmal hier und ein bisschen Gas geben. Genau. Pass auf, jetzt zeige ich dir was. Du bist ja jetzt im dritten Gang, ne? Den Fuß nimm ganz weg von der Kupplung. Wir fahren jetzt im dritten Gang bis 100 oder 110, keine Ahnung. Gib erstmal ein bisschen Gas, weil du merken sollst, was der dritte Gang eigentlich so kann, was man hier in der Stadt jetzt nicht so macht. Guck mal, wir fahren jetzt 80, du darfst 120. Der dritte Gang schafft das locker, merkst du das? Ja. Schau mal in den linken Spiegel, ist da frei? Ja. Dann blink mal links. Und wenn du sagst, da ist wirklich frei, machst du so einen Seitenblick aus dem Fenster raus in den toten Winkel und dann gehst du langsam rüber. Cool. Blinker aus.
bist jetzt ja immer noch im dritten Gang, ne? Gib mal Gas. Richtig Gas. Ohne zu schalten. Merkst du, was da noch geht? Ja. Und wenn du weißt, dass das möglich ist, dann brauchst du auch keine Angst zu haben, wenn du mal auf so einem Beschleunigungsstreifen bist, dass einfach du nicht rüberkommst. Aber du darfst in diesem Prozess, wenn du Gas gibst, wenn du da drauf fährst, nicht schalten. Okay. Weil wenn du schaltest, nimmst du ja Gas weg. Ja. Dann beschleunigt das Auto nicht mehr. Dann kriegen die Leute Paranoia, weil die denken, oh nein, ich komme nicht mehr rüber. Natürlich kommst du nicht rüber, weil du kein Gas gibst. Ja. So, jetzt drück noch mal ein bisschen drauf. Okay. Und jetzt ganz in Ruhe, Kupplung drücken und dann gehen wir direkt in den fünften Gang. Den vierten brauchst du jetzt gar nicht, weil wir den dritten so beschleunigt haben. Und fünfte Gang. Cool. Bist du los und wieder ein bisschen Gas. Normalerweise hätte ich gesagt, wir fahren jetzt rechts rüber, aber weil hier rechts Autos sind und du da auch den LKW sehen kannst, macht es keinen Sinn, rechts rüber zu fahren, dann kannst du hier bleiben. Jetzt ist der LKW abgehauen, hast du gesehen? Ja. Jetzt wechsel erstmal wieder rechts rüber. Genau, immer mit einem Seitenblick auf. Und Blinker wieder aus. Safe. Wenn du es jetzt leicht haben willst, beobachtest du immer, wie viele Autos hier rechts so auf die Autobahn kommen. Ja. Jetzt sind, oder auf die Kraftfahrstraße. Jetzt sind das hier so zwei Stück. Das ist egal, das stört einen gar nicht. Wenn das jetzt 50 wären, die alle einfädeln wollen, kannst du einfach links in den Spiegel gucken. Da ist nichts los und dann gehst du rüber. Guck mal, wie schnell jetzt hier nur noch ist. Nee, guck mal. Genau. Dann beobachte die Schilder weiter. Ja, kein Bock auf 100 oder so. Keine Ahnung. So, jetzt steht da noch irgendwas. Überholverbot für LKWs. Ausrufezeichen, weil, was ist da? Rollsplit. So, 160 für LKWs. Ja, vor uns der LKW fährt ganz offensichtlich 60. Ja. Guck mal, wie schnell wir jetzt fahren müssen. 80. Dass wir mit 80 nicht näher kommen an den LKW, der 60 fährt. Guck mal, hinter dir ist alles cool, ne? Ja. Korrekt. Sehr gut. Bis zu dem Schild. Je nach darfst du wieder wie schnell? 100. Also eigentlich 130. Eigentlich 130, stimmt. Oder 120. Aber hier 120. Jetzt kannst du auch im fünften Gang einfach ein bisschen draufdrücken. Genau. So, 120 kommst du dem LKW ziemlich wahrscheinlich gleich näher. Ja. So ein Überholmanöver, wenn du das rechtzeitig vorbereitest, ist das total einfach. Guck mal links in den Spiegel, ganz in Ruhe. Da ist niemand, oder? Ja. Blink in Ruhe links. Dann machst du einen Seitenblick. Und dann gehst du langsam links rüber. Blinker wieder aus. Wieder ein bisschen Gas. Das ist der einzige Trick. Okay. Und jetzt kontinuierlich immer wieder den Innenspiegel beobachten. Den. So. Ja. Weil wenn jetzt jemand von hinten angeschossen kommt, der 200 fahren will. Ja. Und das geht. Ja, langsam, genau. Ich meine, wenn da einer richtig schnell kommt, dann sieht der dich auch. Ja. Dann musst du abwägen. Also guck mal, jetzt müssen wir zum Beispiel wieder rechts rüber. Weil diese Lücke so groß ist. Gut. Dann musst du abwägen, passt das, kann ich hier rüber oder nicht? Wenn hier alles voller Autos ist, dann muss der hinter dir halt bremsen. Dann geht das nicht anders. Und die blinken hier vorne, nimm einfach ein bisschen Gas kurz zurück, um zu checken, was die machen. Die laufen hier rum. Okay. Der rechts, was wird der gleich machen? Einfädeln. Jo. Wenn du ihm dazu die Möglichkeit gibst, nimmst du einfach... Das ist kein Muss. Okay. Aber es ist ziemlich korrekt von dir, wenn du kurz Gas wegnimmst und der dann deswegen einfach locker hier rein kann. Auch bei 80 kannst du im 5. Gang bleiben. Brauchst du nicht da rumrühren, kannst du so lassen. Alles gut. Siehst du, wo wir jetzt gleich durchfahren? Mhm. Cool. Das Auto hier hat so eine Lichtautomatik. Das heißt, es macht alleine sein Licht an. Achso. Brauchst du nicht machen. Aber wenn du es machen müsstest, wäre da links unter dem Lüftungsschlitz dein Lichtschalter. So ein rundes Drehen. Ja. Bei einem Auto, das das nicht hat, musst du halt manuell jetzt einmal so klack, ein Lichtschalter. So, meine Sonnenbrille habe ich schon abgenommen. Wir haben den Verkehrsfunk sicherheitshalber schon mal abgehört. Kein Stau im Tunnel. Perfekt. Guck mal deine Geschwindigkeit. Und dann kommen die auch sofort näher. Du hast ja hier nicht viel zu tun. Kein Stoppschild, kein rechts vor links. Aber wenn du in diesem Rhythmus da rein bekommst, einfach Tacho hinten wieder vorne. Und das immer wieder. Kriegst du das relativ schnell gut hin und nicht näher an hier hinkommen. Und bei der hohen Geschwindigkeit musst du da auch mal gucken. Das bremst. Ja, ja. Weißt du, wie groß dein Abstand sein muss? Halbe Tachoanzeige, also 40 Meter. 40 Meter ungefähr. Wenn du hier rechts guckst, hast du ja diese Leitpfosten. Ja. Das sind ungefähr 50 Meter. Dann weißt du ja, ob das passt oder nicht. Genau. Mit ihm kannst du das Gleiche wieder machen. Ja. Jetzt gibst du da ein bisschen Gas. Wenn du meinst, du kannst locker überholen, guckst du dir das in Ruhe an. Seitenblick nicht vergessen, genau, dann gehst du locker rüber. Blinker wieder aus. In der Prüfung ist wichtig, dass du dem Prüfer alleine zeigst, dass du auch diese 120 fahren kannst. Ja. Der wird nicht sagen, Helena, überhol. Der sitzt da hinten einfach und
guckt sich das an und trinkt seinen Kaffee und wartet, genau. So, wenn du jetzt merkst, du kannst ihn nicht überholen, ne? Gas ein bisschen zurück, Spiegel gucken, Überholvorgang dann anbrechen, langsam rüber, fertig. Also, die Lösung ist nicht 130, sondern du musst halt schauen, dass du dann dahinter bleibst, gucken, dass das passt und langsam rübergehen. Linker wieder aus, achte ein bisschen auf deine Spur und jetzt bremst ein bisschen runter, weil die Augen bremsen. Wir fahren jetzt hier in Dortmund, Ablerbeck und Dortmund-Hörde runter. Ja. Check einmal hinter dir, was abgeht, dann blinkst du rechts. Wichtig ist nicht hier drauf bremsen, sondern ganz normal weiterfahren, dann rüber. Und jetzt, wenn du hier bist, bremst du runter. Auf was ungefähr? 50 und dann in den dritten Gang. Jetzt ist noch weit, 50 brauchst du so kurz vor der Kurve, aber nimm trotzdem jetzt schon mal den dritten Gang. Kupplung durch. Genau, langsam Kupplung lösen, dann kommt die Motorbremse. Und jetzt passt du deine Geschwindigkeit der Kurve an. Die Kurve ist jetzt enger, also bremst du halt ein bisschen mehr. Genau. Aber 50 ist so ein Mittelmaß. Manche Kurven gehen nur mit 40, so wie die. Ja. Ah, schön langsam, genau. Manche Kurven gehen mit 70. Der zweite Gang ist cool. Oder erste Gang ist auch. Wir fahren jetzt gleich rechts weiter. Das ist der Zeit. Erstmal Spiegel checken. Ich meine, hier sollte kein Fahrrad fahren, aber sicher ist sicher. Direkt gucken durch. Kein Schild innerhalb geschlossener Ortschaft. Wir fahren jetzt rechts weiter. Mach in Ruhe jetzt. Erstmal Spiegel. Zack, zack. Schulter blinken. Dann cool. So, jetzt langsam darüber. Und mach das auch wieder wie beim Kreisverkehr, dass du runterbremst, den zweiten Gang nimmst zum Abbiegen. Nicht, weil du es nicht schneller kannst, sondern weil du Sicherheit brauchst. Du hast hier Vorfahrt gewähren, guckst dir in Ruhe an, roll weiter. Genau. So, jetzt kannst du wieder ein bisschen Gas geben. Jetzt sind wir wieder auf der Kraftfahrstraße, außerorts, bla bla bla. Ne? Diesen Kurven kannst du immer ungefähr mit 50 und dem dritten Gang nehmen. Wir brauchen jetzt auch den dritten Gang. Schneidig. Yeah. Genau. Deswegen habe ich dir das ganz am Anfang gezeigt, was der dritte Gang kann. Weil du kannst jetzt im Prinzip schon mental entspannen. Das wird auf jeden Fall klappen. Weil du nur locker beschleunigen musst, den halte ich dir mal zu, dass du da gar nicht reinguckst, sondern Außenspiegel ganz in Ruhe. Und wenn du sicher bist, machst du einen Seitenblick. Ja, und dann erst wechseln. Blicke aus. Guck mal, du bist jetzt schon bei 120. Lass alles in Ruhe, der geht aus. Und jetzt in Ruhe, direkt fünfte Gang. Und durch, rollen lassen. Genau. Das Manöver, wie du das jetzt gemacht hast, war schon gut. Ja. Nur noch viel zu schnell. Von den Bewegungen her. Du hättest viel mehr, nur doppelt so viel Zeit gehabt. Ja. Weil das Allerwichtigste ist, dass du einen Seitenblick machst, bevor du auf die Bahn gehst. Im Winkel. Ja. Man denkt ja die ganze Zeit, okay, da ist keiner, wer soll denn da kommen? Das interessiert den Prüfer null. Der will sehen, dass du einen Seitenblick machst, bevor du diese Bewegung machst. Bei dir war das jetzt so gleichzeitig, so, weißt du? Ja. Und wenn du dir die Zeit dafür nimmst, dann kannst du alles so Step by Step abklappern. Dann guckst du halt in die Spiegel, Blinker und siehst, ja, ist frei, dann in Ruhe, dann legst du einmal den Kopf so nach links und dann ist einfach so. Check die Schilder. Genau. Und jetzt kannst du dir gleichzeitig immer so ein bisschen um die von hier rechts Gedanken machen. So, wenn du siehst, sind viele, kannst ein bisschen Gas zurücknehmen. Wenn gar keines, brauchst du gar nichts. Ja. Ist ja klar. So, guck mal, der Große. Ja, genau. Also ich würde nicht zu stark bremsen, das reicht schon locker. Aber du hast jetzt halt an ihn gedacht. Ja. Wenn du das nicht machst, zwingt er dich, an ihn zu denken. Wenn du nämlich einfach so weiterfährst und denkst, das ist mir doch egal, er ist auf jeden Fall stärker. Und die LKW-Fahrer sind dann auch richtig krass, dann hauen die auf die Hupe und kommen so rechts rüber und du denkst so, da kannst du dann auch nicht hin. Ne? Aber das Einzige, was du wirklich machen kannst, ist Gas wegnehmen und ihm das dann ermöglichen, dass er da reinkommt. Okay. Wir fahren jetzt erstmal die A2 Richtung Oberhausen weiter. Also immer geradeaus, geradeaus, geradeaus. Check kurz dein Tacho. Es geht hier voll stark bergab. Ach so. Ja, genau. Das sieht man eigentlich nicht, weil es so ein Tunnel ist, aber in Wirklichkeit geht es schon so wellenmäßig hier runter. Bausingplatz. Ach so, ja, da fahren wir nicht hin. Okay, gut. Alles gut. Jetzt hast du wieder 120. Ja. Jetzt musst du dich auch eigenständig wieder darum kümmern, dass es mit den 120 passt. Genau. Jetzt den Seitenblick vorher und dann rüber. Genau. Aus und dann kannst du Gas geben. Das Wichtigste ist, dass du einmal den hier machst und mach auch so einen Original-Seitenblick. Ja. Nicht so einen gefakten, der so ist. Weißt du, so, dann weiß der Prüfer nicht, sind jetzt nur kurz die Locken geflogen oder ist hier was passiert oder war das ein Seitenblick? Keine Ahnung. Aber denk dann, der fragt auch nicht. Der will das einfach ordentlich sehen. Ja. Und jetzt zum Beispiel musst du wieder zurückgehen. Mit
120 nicht überholen können. Achso, ja. Dann zack, Blinker, Kopf einmal drehen, 90 Grad und dann bist du safe. Blinker wieder aus und dann bleibst du dran.